Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem neuen Video zum Thema Tauschen gibt es ein paar verschiedene Punkte, die ich ansprechen will. Ich habe letztens ein Skagabon mir ertauscht, das zweite regionale neuer Deckseintrag. Hab's auf Instagram und Facebook und so gepostet. Und ja, leider haben mich da ein paar Leute gefragt, wo ich den gefangen habe. Auf jeden Fall, ich habe den getauscht. Und bevor das Video anfängt, blende ich euch das erstmal ein. So. Ihr seht's hier, gerade nächste Stufe erreicht mit dem Kollegen Dani. Schaut auch nicht. Und jetzt möchte er mir gerne einen Skagabon tauschen. Mach mal. Genau, muss ich erstmal finden. Zieh wieder auf eins. So. Das geht gar nicht. Das müsste aber immer noch recht teuer sein, also 16.000 glaube ich. Jetzt auf unserer Stufe. Nur ein Special Trade pro Tag, ja. Also das ist nur ein Special Trade, weil das neue Deckseintrag ist, oder? Oder weil der regional ist. Ja. Also für dich war das kein Special Trade, oder? Doch, auch ja. Oh. Ja, aber ist nicht so schlimm. Cool. Nummer 2. Habe ich ein Skagabon und 0 Bonbons. Das ist auch was. Aber das ist der beste regionale. Der hat sogar noch Nutzen. Das ist echt nicht schlecht. Merk mal die IV, der war eigentlich relativ. Echt jetzt? Zweitschlechteste Bewertung. Also leider schlechter geworden. Shoutout an den Kollegen Dani, der mir das Skagabon getauscht hat. Also ich weiß, der ist legit. Der hat es gefangen auf einer Reise. Auf den kann ich mich verlassen. Das führt mich auch zu einem weiteren Thema. Also erstmal Thema Nummer 1, das ich eigentlich ursprünglich besprechen wollte. Habe aber dann meine Meinung geändert. Und zwar neue Deckseinträge ertauschen. Das war das ursprüngliche Thema vom Video. Aber dann habe ich mir so gedacht, an sich soll jeder machen, was er will. Wer bin ich? Wer denke ich, dass ich bin? Dass ich den Leuten da irgendwas vorschreibe. Dementsprechend, manche Leute sind dagegen. Und ich war eigentlich dagegen, dass die Leute dagegen sind, aber eigentlich ist es mir vollkommen egal und die sollen das machen, wie sie wollen. Wenn sie keinen neuen Deckseintrag ertauschen wollen, sondern den selber fangen, sollen sie es halt machen. Ich habe kein Problem damit. Tauschen ist eine Option, die ist im Spiel und ich finde keinen Grund, wieso man die Option nicht nutzen sollte. Das ist so wie ein... Ich habe mir ein Beispiel überlegt, einen Vergleich. Und zwar hast du einen Controller, ein Gamepad. Und eine Option im Spiel, also Tauschen nicht zu nutzen, ist so, als würde man einen Knopf nicht verwenden. Unnötig, sich selbst zu handicappen. Manche sagen, ja, selber fangen, diese Erinnerung und so. Ich habe dieselben Erinnerungen, wenn ich mit einem bestimmten Kollegen tausche oder so. Ich erinnere mich noch genau an die Jungs, die mich angesprochen haben. Zwecks dem, wie heißt der? Relikant. Und jetzt natürlich der Kollege Dani. Dann... Habe ich einen Kollegen am Start, Tassos, der will mir Tropius tauschen, also die Änderungen sind dieselben. Dann noch der Aspekt zwecks weniger Anreiz, es ist geschenkt und so, bla bla. Ja, gehört halt zum Spiel, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe immer noch genug Anreiz, der Dex-Eintrag ist zwar da, aber ich persönlich brauche immer noch 248 Bonbons. Sprich, ich brauche auf jeden Fall noch welche und werde sie mir auch noch fangen. Rein theoretisch könnte ich sie mir laufen oder mit Sonderbonbons, aber das wäre geschenkt. Ich brauche noch 248 Bonbons, werde einen Max pushen. Ich brauche noch einen guten, das auf jeden Fall, um den dann auf Max pushen zu können. Also, ich habe auf jeden Fall noch Anreiz da, die ganzen regionalen zu fangen. Thema Nummer 2. Was ist, wenn das Pokémon gespooft ist, das ich mir ertausche? Natürlich versuche ich es zu vermeiden. Wenn ich weiß, dass jemand gespooft hat oder ein Spoofer ist, dann werde ich nicht mit dem tauschen. Aber ich werde jetzt auch nicht irgendjemanden verhören. Wie zum Beispiel die Jungs aus Dortmund, die mir das Relikant angeboten haben. Ich werde die jetzt nicht extra verhören und herausfinden, ob das Spoofer sind oder nicht. Das ist so wie im echten Leben, keine Ahnung. Du kaufst dir halt ein T-Shirt von H&M
und dann findest du auch nicht heraus. Also, wenn man weiß, dass irgendwas aus Kinderarbeit oder so ist, dann unterstützt man die natürlich nicht. Aber die meisten machen sich nicht den Aufwand und die Mühe, um herauszufinden, wo genau dein T-Shirt herauskam. Kann sein, dass es aus Kinderarbeit oder so kam, aber an sich, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Also die wenigsten machen sich extra die Mühe, um herauszufinden, wo das alles herkommt. Genauso dasselbe wie beim Essen oder so. Die wenigsten informieren sich, woher kommt das Ei, woher kommt das Fleisch. War das irgendeine Massenzuchthaltung oder sowas? Also da interessieren sich auch die wenigsten. Dementsprechend zwecks Spoofen. Falls es erst spooft wurde und du weißt es nicht, dann weißt du es halt nicht. Und ich denke mir halt, gespoofte Pokémon werden ja gestrichen, falls Niantic das herausfindet. Sprich, wenn ihr ein erspooftes Pokémon ertauscht, könnte es sein, dass das auch gestrichen wird. Dann wird man halt bestraft dafür. Aber wie gesagt, ihr wisst es ja nicht. Dementsprechend denke ich nicht, dass man irgendwie gebannt werden kann oder sowas. Das Schlimmste, was passieren kann und was auch passieren sollte, ist, dass das spoofte Pokémon, das ihr ertauscht habt, wird gestrichen. Finde ich okay. So findet man auch heraus, okay, das war das Spoof, das wird gestrichen, das ist jetzt wertlos. Okay. Dann der dritte Punkt. Und der dritte Punkt ist eigentlich eher so eine Theorie. Und zwar steht ja Gen 4 vor der Tür. Und bereits in Gen 1 gab es Pokémon, die konnte man nur durch Tausch bekommen. Zum Beispiel, was war das? Machomai, Simsala. Ich glaube, Gengar auch. Die Pokémon konntest du nur erhalten, indem du sie getauscht hast. Und am Anfang des Spiels gab es natürlich kein Tauschen. Dementsprechend konnte man die einfach so normal entwickeln. Aber jetzt gibt es Tauschen. Und jetzt kommt die erste neue Gen, wo Tauschen aktiv ist. Jetzt ist meine Frage, oder die Theorie von vielen Leuten, wird es Pokémon geben, die man nur erhalten kann durch Tausch? Wie fändet ihr das? Ich habe es mir überlegt, ich fände es eigentlich ganz gut. Ein weiterer Aspekt, um Tauschen ins Rollen zu bekommen, weil momentan ist es ja echt lahm und man muss dann tauschen, man muss interagieren, also ich fände es ganz okay. Ist natürlich blöd, wenn irgendjemand irgendein 100er aufgespart hat und den auch dann entwickeln wollte für Gen 4 und dann heißt es auf einmal, ja, den bekommt man nur durch Tausch, weil der bleibt garantiert nicht 100. Also könnte schon, aber höchstwahrscheinlich nicht. Also das ist auch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, so eine Theorie. Ich fände es eigentlich ganz cool, wie gesagt, und eure Meinung unten in die Kommentare. Und das war's auch schon von mir. Allgemein zu allen Punkten, eure Meinung. Punkt Nummer 1. Ertauscht ihr euch neue Einträge oder versucht ihr da alle selber zu fangen? Dann Punkt Nummer 2. Tauscht mit Spoofern. Seid ihr dagegen? Ich hoffe mal ja. Aber extra nochmal herauszufinden, ob er ein Spoofer ist oder nicht. Und dann drittens. Wie würdet ihr es finden, wenn in Gen 4 Pokémon kommen, die man nur durch Tauschen erhalten kann? All das unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.